Im Januar 1992. Die Todesseuche AIDS macht auch vor Nationalsozialisten nicht Halt. Der homosexuelle Michael Kühnen wird zu Grabe getragen. Sein Propagandatalent machte ihn zu Deutschlands bekanntesten und meistgehassten Naziführer, obwohl es ihm nie gelang, mehr als 1000 Gefolgsmänner zu kommandieren. Das sind nicht einmal 3% der auf 35.000 Mann geschätzten rechtsextremen Szene. Und trotzdem prägte er das Bild der Ultrarechten wie kein anderer. 7 von 36 Jahren seines Lebens verbrachte Michael Kühnen wegen nationalsozialistischer Agitation im Gefängnis. Die erste Schaufel Deutsche Erde wirft Heinz Reiß, ein führender Kopf der Szene, obwohl seine Gruppe Deutsches Hessen gerade 30 Mann umfasst. Dann ein letzter Gruß von Roman Dannenberg aus Hoyerswerda, Vertreter der immerhin 500 Mann starken deutschen Alternative. Krieg in Kassel. Faustgroße Steine fliegen. Rechts und links liefern sich eine offene Schlacht. 2 Dutzend Verletzte. Die Polizei kommt zu spät. Nationale Alternative, antizionistische Aktion, Wotans Volk, Deutsche Alternative, Deutsches Hessen, Deutsche Frauenfront, Freie Gewerkschaftsbewegung, antikommunistisches Aktionsbündnis. Sie alle unterliegen an diesem Tag den zornigen Angriffen der Antifaschisten. Dennoch, ein großer Teil der deutschen rechtsextremen Szene fehlt. Zu tief saß der Schock über Kühnens AIDS-Tod. Viele Konkurrenten verweigerten das letzte Heil für den auch in der Szene umstrittenen Führer. Ich rufe die Toten des Heeres! Ja! Ich rufe die Toten der Luftwaffe! Ja! Die Freiheitliche Arbeiterpartei FAP hatte sich schon vor Jahren verselbstständigt. Einige hundert deutschnationale Moralisten folgten Friedhelm Busse, der wegen Unterstützung von Rechtsterroristen 5 Jahre im Gefängnis saß. So geht's nicht, aber solange Kühn in Haft war, habe ich Kühn nicht angegriffen. Aber sobald er wieder auf der freien Wildbahn war, habe ich dagegen alles eingesetzt, um solch ein Schwein aus der Politik rauszudrängen. Solch ein Schwein, wer sich zur homosexuellen Neigung bekennt, hat in der nationalen Politik nicht zu suchen, vor allen Dingen nicht in einer Organisation, die junge Menschen in ihren Reihen hat. Michael Kühn hat alles gehabt. Nur etwas noch, Michael Kühn hätte noch 10 Jahre älter sein müssen und gesund. Der größte Teil dieser Schreihälse, der sogenannten neuen SA, die hätten sich alle unter Hitler in Dachau wiedergefunden, und zwar zu Recht. Herr Friedhelm Busse ist von Natur aus ein Zerstörer. Er ist gutwillig, aber er zerstört mehr, als er aufbaut. Es ist mir neu, dass der Heinz Reiß ein Denker ist. Also hier muss ich lachen, der Heinz und ich, wir kennen uns schon so lange. Was er kann, ist, er kann ins Mikrofon reinbrüllen und einen Dracula abgeben von rechts. Friedhelm ist ein wunderbarer Alleinunterhalter. Mit Friedhelm kann man alles besprechen. Er gibt auch einen das Ja-Wort, ein Ehrenwort, nur er hält sein Wort nicht. Wir haben das gemerkt mit der Absprache, die ich getroffen habe mit Michael Kühn. Er hat viel versprochen, er hat nichts gehalten. Hoyerswerda im November 1991. Eines der ungezählten Treffen rechtsextremer sogenannter Parteien. Es sind nicht viele, die sich treffen, aber für jeden bedeutet Nationalsozialismus alles im Leben. Eine geschlossene Veranstaltung der gefährlichsten Neonazis. Man will unter sich bleiben.
Die deutsche Alternative wird versuchen, mit eurer Hilfe natürlich innerhalb der nächsten Jahre die stärkste Massenpartei in Mitteldeutschland zu werden. Wir werden versuchen, viele von euch so zu fördern, dass sie kandidieren können in den Kreisverbänden, in den Landesverbänden und im Land selber, dass sie als Funktionsträger von der deutschen Alternative antreten können zur Wahl, dass sie führende Funktionen bekleiden. Und sollten wir den Sprung in einer geeinten rechten Liste in den Bundestag schaffen, werden viele von euch als Abgeordnete in den Bundestag einziehen. Kameraden, ich bin aus Niedersachsen. Ich möchte erstmal ein dreifaches Sieg Heil darauf ausbringen, dass Kameraden aus Niedersachsen hier angereist sind. Nach einer Stunde ist die Kamera vergessen. Der Urgrund kommt zutage. Hass, Aggression, Fanatismus, Pogromstimmung gegen Ausländer, Juden, Demokraten. Hier zeigt jeder, was er kann. Parteitag der Deutschen Alternative Sachsen. Hier treiben sich gewöhnliche Ausländerfeinde so lange gegenseitig an, bis auch die letzte Maske fällt. Die Deutsche Alternative ist im Übrigen eine eingetragene Wahlpartei. Spenden beispielsweise sind steuerlich absetzbar. Es können ja auch bezahlte Autonome sein, die heute hier marschieren. Bei uns in Niedersachsen gibt es das nicht mehr. Wir haben dafür Vorkehrungen getroffen und darauf sind wir stolz. Der Kamerad Schrosch aus Wilhelmshaven ist darauf auch stolz. Dann, Kameraden, möchte ich noch eine Zeile widmen unserem Bundespräsidenten. Ich möchte ihn Bundesasylantenpräsidenten nennen, ja? Diese, ich meine, entschuldigt den Ausdruck, er ist sehr undeutsch, aber diese alte Drecksau, ja, geht's dann mit stinkenden Kanaken und Niggerkindern auf dem Arm spazieren. Aber der hat sich noch nie in einem deutschen Wohnheim sehen lassen oder mal arme Berber oder Brüche besucht. So was hat er gar nicht mit, die Arschloch. Dieser sagt, der verbrät unser Geld, dass wir arbeiten müssen, wir ja, und dafür müssen wir uns noch von den Kanak auf den Arsch rumtreten lassen. Drauf geschissen, weg mit dem Pack, raus damit! Und dann hört ihr mal, sich wunderbar an, vor breitem Publikum zu sagen, naja, aber die bösen Nationalsozialisten. Kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe in meinem Leben, und ich glaube, die meisten sind hier jünger, nicht einen einzigen bösen Nationalsozialisten kennengelernt. Aber Bolschewistenschweine und Besatzungsgebindler, die haben mich mein Leben lang begleitet. Aus dem Grunde stehe ich jetzt hier. Wir Nationalisten, wir haben nichts gegen andere Völker. Wir finden, jeder soll seinen Ursprung haben, ob Türken oder Juden, jeder soll seinen Ursprung haben, ja? Aber außerhalb nicht hier. Haben wir meinen Danke gehört, dass wir die Kriegsschuld zahlen für andere Verbrecher, die sie begangen haben? Haben wir einen Danke gehört, dass wir die Welt ernähren? Wir haben die Schnauze voll. Unsere Bundestagsmarionetten, diese Dreckschweine, hinter riesengroßen Mauern. Wenn die Juden weiter das Geld der Deutschen verlangen und sie strecken die Hand aus, dann sind wir gezwungen, den Arm abzuschlagen. Solange nationale Politiker oder uns einer verfolgt werden und jeder stinkende Jude Recht kriegt, ja, muss dieses System bekämpft werden. Halt! 15 von 100 deutschen Jugendlichen sympathisieren mit dem Nationalsozialismus. Insgesamt über 1 Million. 13% der Bundesbürger haben ein festgefügtes rechtsextremes Weltbild. Auf jeden deutschen Juden kommen statistisch gesehen 250 Antisemiten. 42% aller Schüler fühlen sich von Ausländern gestört. Zahlen der Institute Allensbach, Sinus und des Bundesamtes für politische Bildung. NPD und FAP-Fahnen wehen einträchtig nebeneinander. Halbe. Volkstrauertag 1991. Die Rechte hält zusammen, wo es geht. Großveranstaltungen, um den gemeinsamen Willen zu demonstrieren. Auch dabei die Viking-Jugend, Propheten der nordischen Rasse.
Im Freizeitangebot der braunen Pfadfinder die Glorifizierung der Waffen-SS. Noch lag die Hand festgreifend am Gewehre. Ein Streifen Blut wollet am Stahlhelm vor. Ich fühlte eine unheimliche Leere, denn ich verlor den besten Kameraden, den Ost, Süd, West an meiner Seite stand und mit mir teilte jegliche Gefahren in jedem Land. Noch sind diese rechtsextremen Gruppen klein. 50 Jahre alte Konzepte geben keine Antworten auf Fragen der 90er. Wer in der rechtsextremen Szene etwas werden will, sucht nicht die Nestwärme der Uniformierten, sondern sein Heil bei nationalkonservativen Parteien. Rechtsextreme Karrieren nehmen fast immer ihren Anfang bei der NPD. Ich habe den Weg in der ehemaligen DDR mit Freunden gemeinsam begangen. Viele wurden ja damals verhaftet. Bin dann diesen Weg alleine weitergegangen durch meine Übersiedlung, durch die zwangsweise Übersiedlung in die Alt-BRD. Und bin dann diesen Weg lange Jahre, 2-3 Jahre alleine weitergegangen, ohne Freunde. Ich habe es geschafft, eben in der NPD dann Fuß zu fassen. Habe dort einige führende Funktionen bekleidet. Unter anderem habe ich zuletzt für den Deutschen Bundestag kandidiert, für den Landkreis, wo ich damals noch gewohnt habe. Und musste dann jedoch erkennen, dass die NPD nicht meine Interessen vertritt und bin dann zur Deutschen Alternative durch meinen Freund und Kameraden und Mitstreiter, der eigentlich der Vater der nationalen Bewegung ist. Deutscher Neonazismus hat längst die Kneipenhinterzimmer verlassen und ist Alltag geworden. Offene Kooperation zwischen radikalen und bürgerlichen Rechtsparteien, Beispiel Republikaner, geschieht zwar hinter vorgehaltener Hand, dafür aber ständig und überall. Die Basis der Republikaner steht häufig sehr viel weiter rechts, als es Medienprofis wie Franz Schönhuber beteuern. Kein Wunder, Abgrenzungsbeschlüsse stammen nicht selten von Funktionären mit rechtsextremer Vergangenheit. Mainz, Oktober 1991. Ein Grußwort aus Hoyerswerda. Ich will keine großen Worte machen auf Bündniskamerad Reis, bei dem ich heute zu Gast sein darf. Möchte ich bloß kurz ein paar Grußworte von Hoyerswerda, sozusagen Märtyrerstadt, seit kurzem an euch richten. Im Publikum mit rot-schwarz kariertem Hemd der Pressesprecher des Republikaner Landesverbandes. Zunächst erteilt Heinz Reis einem neuen Kameraden sozusagen den Ritterschlag. Am Tag vorher wurde der junge Mann vom Verfassungsschutz überprüft. Reis schlägt aus seiner Angst Kapital. Er gibt ihm das Gefühl, ein Held zu sein. Er war bei der CDU, er war bei den Republikanern, er war bei, nein, bei der FDP, warst du nicht, hast du nichts versäumt. Er war bei vielen Parteien. Und hat er gehört, es gibt in Hessen etwas Rechtes, was rechter ist unter Umständen als die Republikaner, als die NPD. Er kommt seit 3-4 Tagen zu und schaut sich dieses an, soll oder möchte gerne entscheiden, ob er eines Tages ein Mann unseres Kampfes sein wird. Und schon kommt dieser Staatsschutz. Im Anschluss betritt ein Mann die Bühne, der so gar nicht nach SA oder Neonazis aussieht. Ein deutscher Jedermann, Typ Bankangestellter, der niemals Sieg Heil schreien würde. An diesem Abend geht es um den gemeinsamen Feind. Bernd Truhn, Republikaner-Funktionär, sucht Bündnispartner im Kampf gegen Asylanten und widerspenstige Behörden. Nicht mehr und nicht weniger. Man kann daran ablesen, mit welchen Mitteln die Herrschaften der Verbandsgemeinde vorgehen. Und ich möchte jeden, der hier anwesend ist, heute Abend bitten, an diesem 26. um 10 Uhr in Budenheim an der Waldsparthalle zu sein. Ich würde mich über jede Unterstützung freuen, die auch aus diesen Reihen kommt. Ich darf mich bedanken. Weiter im Programm. Die nächsten Aktionen werden angekündigt. Davon eine in Kooperation mit der NPD. Informationsstände und öffentliche Saalveranstaltungen durchführen. Dasselbe am 30. November 1991 in Limburg. Einladungen liegen hier aus, können nach dem offiziellen Teil mitgenommen werden.
Die zweite Großkundgebung wird am 9. November dieses Jahres in Halle in Thüringen stattfinden. Dort hat Kamerad Christian Worch in Zusammenarbeit mit dem dortigen NPD-Kreisverband eine Großkundgebung angemeldet. Sie wird natürlich erinnern an den Tag des Mauerfalls und die friedliche Revolution in Mitteldeutschland. 3, 4, 6, 5, 3, 4. Halle im November. Die deutsche Rechte erobert die Straße. Mit dem Horst-Wessel-Lied auf den Lippen marschiert die FAP zum Sammelplatz. Nazis aller Couleur spielen ihre Trumpfkarte. Gemeinsamkeit, Gleichheit, Solidarität unter Außenseitern. Heute gehört ihnen Halle. In der Stadt marschieren sie und niemand anderes. Dennoch ein vollkommen verzerrtes Bild der deutschen Rechten. Hier marschieren nur diejenigen, die sich an die Öffentlichkeit wagen. Diejenigen, die ohnehin nichts mehr zu verlieren haben. Knasterfahrung wegen Propagandadelikten und offener Gewalt gegen Ausländer sind hier die Regel. Die heimlichen Sieger machen sich die Hände nicht schmutzig. Sie tauchen selten auf. Und wenn, dann auf dem Rednerpult. Im Trenchcoat wieder ein unscheinbarer Mann. Peter Dienl, Landesvorsitzender der NPD in Thüringen und Organisator der Veranstaltung. Auch für ihn sind Abgrenzungsbeschlüsse nicht das Papier wert, auf denen sie stehen. Seine Rede ist eine offene Kriegserklärung an Polen. Und wir sagen an dieser Stelle klar und eindeutig, für uns gibt es nur ein Deutschland und nicht Mittel um Deutschland oder sonst was, was gewetzt wird. Für uns gibt es das Deutschland von der Maas bis an die Memel. Liebe Freunde, wir verurteilen klar und eindeutig, wenn in einem Krieg ein Mensch ums Leben kommt. Aber wir lassen uns nicht mehr unterdrücken und wir werden unsere Stimme erheben zu einem heiligen deutschen Reich, das wieder in alter Größe entstehen wird. Ende der Kundgebung. Abmarsch der Teilnehmer. Hinter dem Lautsprecherwagen mit rotem Schal und schwarzer Jacke der Österreicher Gottfried Küssel. Im Kampf um die Nachfolgeschaft von Michael Kühnen wagte er sich zu weit vor. Seine Forderung nach Wiederzulassung der NSDAP war selbst für die ansonsten toleranten Österreicher zu viel. Küssel wartet heute auf sein Urteil wegen Volksverhetzung und Wiederbetätigung. München im Februar 1992. Der Nationale Block, eine bayerische Splittergruppe der Kühnenbewegung, protestiert gegen die Verhaftung des Österreichers. Diesmal mit auf der Straße der unscheinbare Mann im Trenchcoat, Peter Dienl von der NPD. Übrigens ehemaliger SED-Funktionär, FDJ-Sekretär und Geschäftsführer der Sechsliga Thüringen. Niederbrechen bei Limburg, November 1991. Die Zusammenarbeit von NPD und Rechtsextremen hat hier Tradition. In der westdeutschen Provinz kennt man keine Berührungsängste. Alles bleibt im Dorf. Heute trifft sich wieder einmal das deutsche Hessen und funktioniert einen Trachtenvereinssaal zum Propagandazentrum um. Das erste Thema heute, Rechtsextremismus und Intelligenz. Ich nenne ihn, Leute, ob uns das passt oder nicht passt, die Welt regiert haben, ohne Doktortitel, Adolf Hitler, Josef Stalin, Roosevelt, egal wie sie heißen mögen, ob Freund oder Feind, und sie haben etwas geleistet. Und wenn Adolf Hitler nur 10% der Schlechtigkeit von Stalin gehabt hätte, hätte er heute ein Imperium gehabt, weit über Europa hinaus. Mich interessieren die 20 Millionen russischen Toten nicht, die Stalin zu verantworten hat. Und die 6 Millionen Lüge interessiert mich auch nicht, die Israel zu verantworten hat. Wir räumen auf mit Gegendeformation gegen das gesamtdeutsche Volk. Die Götter mögen uns schützen. Danke. Roman Dannenberg gibt seine Erfahrungen aus Hoyerswerda weiter. Instruktionen für den Frontkampf. Ich will jetzt nicht damit zum aufrufen, dass ihr vor Asylantenheime gehen sollt, da Randale machen sollt oder Mollys setzen sollt. Ja, es muss alles im Rahmen bleiben, vor allen Dingen lasst euch nicht erwischen. Deswegen überlegt euch bei all euren Handlungen und allen euren Aktionen, die ihr macht, kann ich das durchführen? Was zieht das für ein Strafmaß nach sich? Was kriege ich dafür? Gehe ich dafür überhaupt rein und so weiter? Wägt das voll genau ab, weil politischer Kampf kann nur an der Front draußen geführt werden. Am Ende der Veranstaltung von nackter Gewalt zum Großdeutschen. Grenzverkehr in der Grauzone. Wir wollen uns mal ein bisschen über die Ostgebiete unterhalten. Ich habe Görlitz besucht, Frankfurt-Oder besucht, bin über den Zoll gegangen und habe mein Visum vorgezeigt. Da hat der Pole gesagt, dabei, dabei, sage ich nichts dabei. Ich möchte einen Stempel haben hier.
Und da habe ich einen Stempel in meinen Reisepass bekommen. Und da hat der Pole gesagt, Moment. Da habe ich gewartet einen Moment. Da hat er so ein dickes Buch rausgeholt, Fahndung. Da hat er geguckt, wo der Friedrich Ilian in der Fahndung drin steht. Ich sage, ich habe hier nichts geklaut von Ihnen. Ich habe überhaupt nichts geklaut. Nur Sie haben ja alles geklaut. Grund und Boden. Bravo. Niederschlesien. Ich habe hier nichts geklaut bei Ihnen in Polen, aber Sie haben alles geklaut. Grund und Boden, Haus und Hof, hört Ihnen alles nicht. Ich sollte meinen Mund halten, ich sollte vorsichtig sein, ich wäre im polnischen Gebiet. Sag ich, Sie meinen geklauten Gebiet. Meine Frau sagte, bist du verrückt, Mensch, ich gehe mit dir nie wieder hier hin. So, ich wollte Ihnen einmal einiges sagen, was viele Leute interessieren wird. Also, Ostpreußen, was wir verloren haben, wo unser Kamerad hierher hat eine Fläche von 36.900, also sprich 37.000 Quadratkilometer. Hessen, Rotfront Hessen, wo wir uns befinden, eine Sozialistische in Hessen hier, eine Volksrepublik Hessen. Hessen ist groß, 21.000 Quadratkilometer. Und Ostpreußen, wo unser Kamerad Heinz herkommt, ist 36.000, also man kann sagen 37.000 Quadratkilometer groß. Also fast normal so groß wie Hessen. Die junge Leute sollen das wissen, dass sie mal Vorstellungen haben. So. Nein, die stehen aber nicht in fünf Vereinen. Lass mich da bitte mal ausreden, ich hab's gesagt. Gera im Oktober 1991. NPD-Bundesvorsitzender Günther Deckert hat Stress. Die jungen Leute wollen nicht in Fünferreihen Aufstellung nehmen. Wo sind die Trageschilder? Trageschilder, bitte hier, hier vorne dran, wann ist hier vorne? Bruno, auf Trageschilder. Wie gewohnt, stramm in Reih und Glied, die Wiking-Jugend. Am Tag der Deutschen darf das Völkische nicht fehlen. Die sogenannte neue SA ist nicht dabei, denn hier tritt ausschließlich die NPD als Veranstalter auf. Dementsprechend bürgerlicher die Teilnehmer, das Coming-out der Stammtische. Erinnerung an das Dritte Reich. Fahnen voran, in zweiter Reihe die Frauen und Wappen der Ostgebiete, dann das Volk. Verschwunden, die Schamgrenze zwischen NPD und Neonazis. Rechts rückt man zusammen. Auf jeden Fall hier im Rhein-Main-Gebiet, Rheinland-Pfalz, Frankfurt, Wiesbaden haben wir Kontakte zu der höchsten Führungsebene der Republikaner, zum Teilweise der Deutschen Volksunion. Auf jeden Fall ist das enger zusammengerückt. Das kann man sagen, diese Abgrenzung, die es in den 70er Jahren gegeben hat, als wir noch als asozial und als Provokateure und Spinner abklassifiziert wurden, das ist vorbei. Es war einmal eine Partei rechts der CDU, die wollte auch Volkspartei sein und verbuchte erste Erfolge. Ende der 60er Jahre zog die NPD in 7 Länderparlamente ein, ganze 3 Jahre nach ihrer Gründung. Recht und Ordnung, Wiedervereinigung mit allen Teilen des Alten Reichs, rein deutsche Kultur, in der NPD fand sich alles, was rechts war. Sie verschwand wieder, als die großen Volksparteien ihre Themen übernahmen. Eines aber blieb sie, Ausgangspunkt der erstaunlichsten Karrieren. Beispiel Harald Neubauer. 1969 trat er ein, bald wieder aus. 1975 kehrte er zurück und gab diesmal die DVU-Zentrale in München als Wohnsitz an. Wenig später verließ er die NPD ein zweites Mal und schreibt, die Partei nimmt eine unübersehbare Entwicklung nach links. Dieses Schreiben ging damals an mich als Kreisvorsitzender für München Land. Und ich garantiere dafür, dass der Schreiben echt ist. Harald Neubauer am vergangenen Samstag in München. Mittlerweile ist er Abgeordneter des Europaparlaments. Das Ergebnis eines langen und konsequenten Werdegangs. Paosostraße 2, DVU-Parteizentrale.
Hier verbrachte Neubauer 12 Jahre im Dienst des Großverlegers Gerhard Frey, arbeitete bei der Nationalzeitung. Gerhard Frey kennt sein Publikum. Kein Thema ist widerlich genug, um nicht doch Kapital daraus zu schlagen. Über Jahrzehnte hinweg propagierte er Braunes Gedankengut und wurde reicher und reicher. Können Sie Angaben machen, in etwa über die Größenordnung? Nein. Auch kein Umsatz? Nein. Eine Auflagenstärke Ihrer Zeitung? Ja, so. Die Auflage wird bei 130.000 sein, im Durchschnitt. Ne? Ja. Aber ansonsten sagen wir mal, über sonstige Zahlen sehe ich kein Recht von uns. Umsätze sind Nein. Chefsache? Nein. Das sind Millionenbeträge, sei es nun der Umsatz der Zeitung, sei es ein Privatvermögen. Ich will mich hier nicht in Spekulationen ergehen. Nur eines kann ich sagen, es ist sicherlich größer, als es die meisten Journalisten annehmen. Also man kann von einer dreistelligen Millionensumme ausgehen, die er in der Lage wäre, in einen beispielsweise Bundestagswahlkampf zu stecken. Ob er dreistellige Millionenbeträge investieren würde in einen Wahlkampf, das weiß ich nicht zu sagen. Aber wenn er sein Vermögen tatsächlich auf eine Karte setzt, wäre er dazu imstande. Harald Neubauer verließ die Nationalzeitung, um seine Ideen an eine neue Rechtspartei zu verkaufen. Selbst Gerhard Frey schien erleichtert. Er schrieb: Richtig ist auch, dass Neubauer stets der Rechtsaußen unserer Gemeinschaft war und ich immer wieder mäßigend auf ihn einwirken musste. München, Juni 1989. Ein neuer Shootingstar sonnt sich in den ersten Erfolgen. Franz Schönhuber, Journalist und langjähriger CSU-Mann. An seiner Seite Harald Neubauer, damals Bundespressesprecher und bayerischer Landesvorsitzender. Ein ideales Gespann. Schönhuber, der Populist und Volksredner, Neubauer, Ideologe und Demagoge. Schönhuber wollte die Republik nach rechts ziehen, Neubauer aber wollte die Rechten republikfähig machen. Schönhuber schaute dem Volk aufs Maul, eine Kunst, die er bei seinem, wie er selbst sagt, Vorgänger Franz Josef Strauß gelernt hatte. Er gab Antworten, die die großen Parteien nicht geben konnten. Er lieferte Sündenböcke, die die großen Parteien anfangs nicht liefern wollten. Kriminalität, Überfremdung, neuer Nationalismus und Asyl. Damit schafften die Republikaner den Einzug ins Europaparlament und den Berliner Senat. München, Mai 1990. Aufstand der zweiten Reihe. Die Ein-Mann-Show stand vor dem Ende. Schönhuber, der einmal gesagt hatte, niemand hätte seine Partei so im Griff wie er, stand vor dem Nichts. Der eigene Nachwuchs warf ihn raus. Schönhuber sprach später von einem Putsch rechtsextremistischer Funktionäre. Aber immerhin hatten diese die Partei aufgebaut. Wider Erwarten schlägt Schönhuber zurück. Harald Neubauer fliegt raus und gründet, was auch sonst, seine eigene Partei, die Deutsche Liga. Stuttgart, Oktober 1991. Eine vierte rechtsextreme Partei entsteht. Hier trifft sich, wem Schönhubers Republikaner zu gemäßigt sind, wem die DVU zu autoritär geführt und wem die NPD zu verkrustet ist. Mit anderen Worten, nicht das Fußvolk, sondern die Intelligenz. Und die Fahne ist immer noch die alte. München, April 1992. Bundesvorstandssitzung der Deutschen Liga. Man debattiert keine politischen Themen, sondern verteilt die Rollen. Wer organisiert was? Aus dem Werdegang der Männer ergeben sich Aufgaben für die Zukunft. Hier sitzen Fachleute. Kommunalpolitiker, Rechtsanwälte, Verleger, geschulte Redner. Sie alle haben eines gemeinsam. Die Deutsche Liga ist nicht ihre erste Partei. Martin Musknug, 20 Jahre Bundesvorsitzender der NPD. Markus Beisicht, ehemals Bundesvorstand der Republikaner. Peter Dehust, in dessen rechtsextremen Nation Europa alles schreiben darf, was in der rechten Szene Rang und Namen hat. Jürgen Schützinger, ehemals NPD, für dessen Politik auch in DVU-Wochenblättern geworben wurde. Hans Altermann, ehemals Spitzenkandidat der DVU in Bremerhaven. Ein erfahrener Parlamentarier. Schon 1987 gelang ihm der Einzug in den Bremer Senat. Er war der erste Rechtsextremist in einem Länderparlament nach fast 20 Jahren Abstinenz. Seine Partei nannte sich damals DVU-Liste D
war aber nichts anderes als ein Zweckbündnis von NPD und DVU, auch wenn Gerhard Frey davon heute nichts mehr hören will. Was verbindet, was trennt Sie mit der NPD? Warum gibt es die Liste D nicht mehr? Ah, die Liste D hat nie mit der NPD was zu tun gehabt, zu Ihrer Information. Aber es gab doch mal eine Zusammenarbeit von DVU und NPD nach dem Motto, DVU hat Kapital, NPD hat Leute. Nein, sondern es wird von manchen Leuten immer kolportiert, zum Beispiel in Bremen, der Wahlsieg der DVU im Herbst hätte was mit der NPD zu tun. Nein, es gibt dort unter den 700 DVU-Mitgliedern sicher 1,5% Doppelmitglieder mit der NPD. Und es sind auch solche in Bremen mit aufgestellt worden von der DVU. Mit der NPD bestand keine Absprache, kein Pakt, keine Unterstützung, nichts. Es ist hier absurd, uns zu unterstellen, es sei eine Gemeinsamkeit. Wo würden Sie denn die Gemeinsamkeit bei der letzten Wahl gesehen haben? Ich wüsste keine. Ja, bei der letzten nicht unbedingt, aber bei vorherigen zum Beispiel. Also wollen Sie jetzt wirklich abstreiten, dass es da niemals etwas gegeben hat? Es gab bei den letzten beiden Landtagswahlen überhaupt keine Vereinbarung. Weder eine direkte noch eine indirekte. Und davor? Es gab bei der Gründung im Jahr 87 eine Vereinbarung, dass Sie uns unterstützen würden. Aber das hat in Bremen, ja. Damals 87, ja? Und dagegen ist ja nichts einzuwenden, wenn Sie unterstützt haben, sind ja nicht giftig. Aber teuer. Im Verfassungsschutzbericht von 1987 heißt es nicht nur, DVU und NPD wären ein Wahlbündnis eingegangen, sondern auch, dass viel Geld von München nach Bremen geflossen ist. Die Rede ist von 2 Millionen Mark. Für Gerhard Frey ein Griff in die Portokasse. Noch heute profitiert in Bremen unter anderem dieser Mann vom Reichtum des Nationalverlegers. Karl-Heinz Vorsatz, lange Jahre NPD-Chefideologe. Zur Erinnerung. Harald Neubauer kam über NPD, DVU und Republikaner zur Deutschen Liga. Eine Partei, die für buchstäblich alles offen ist und die Rechte einen will. Damit stehen sie nicht allein. Das NS-Blatt Deutsches Hessen berichtet in dieser Ausgabe über eine Dampferfahrt, zu der der Republikaner-Kreisverband Mainz geladen hatte. Teilnehmer außerdem die kühnen Gruppen Deutsche Alternative und Deutsches Hessen und die Deutsche Liga, vertreten durch Harald Neubauer. Also als ich auf dieser Veranstaltung zugegen war, hat Herr Reiß dort nicht gesprochen. Ich habe erst später, als ich das Schiff betrat, gehört, es hätten bereits Leute vor mir gesprochen. Und als ich fragte, wer das denn gewesen sei, hat man mir gesagt, ein Herrn Reiß. Aber offen gesagt, den habe ich auch nicht gekannt. Ein Schnappschuss vom Rheindampfer. Es ist immer dasselbe. Die rechte Szene kennt keine Berührungsängste, es sei denn in der Öffentlichkeit. Schließlich debattiert man dieselben Themen, ob als rechtsradikaler Schreihals oder als intellektueller Europaparlamentarier. Was mich natürlich stutzig macht, ist dann immer das Geschwafel von der Sammlung der nationalen Kräfte. Und dann spaltet man sich ab von den Republikanern und gründet dann die Deutsche Allianz bzw. die Deutsche Liga. Und das ist nichts Neues, das sind genau die alten, verkorksten und verkrachten Kräfte aus der alten Rechten, aus der Reaktion, die nur in der Vergangenheit schwelgt und die nichts dazugelernt haben. Auffälliger der Ausländerfeind, desto stärker der Widerstand. Regelmäßig kommt es zu wüsten Schlägereien zwischen Rechtsradikalen, Polizei und militanten Antifaschisten. Der reale Kampf um die Stimmen der 13% Bundesbürger mit rechtsextremem Weltbild ist viel subtiler, überzeugender, eindringlicher. Es ist beileibe nicht immer Ausländerhass. Es geht um Macht und Mehrheit. Zumindest für CDU und SPD, die die Schlacht um die Stammtische für sich entscheiden wollen und verzweifelt nach Konzepten und Antworten suchen. Arbeitslosigkeit, Wohnungsnot, Perspektivlosigkeit, Verelendung ganzer Regionen, nahezu unlösbare Probleme für eine Regierung. Und die Rechten entdecken die Sündenböcke zuerst, Asylanten.
Bonn. Eine Pressekonferenz mitten im Sommerloch. Innenminister Wolfgang Schäuble springt als erster in die Bresche. Es sind überwiegend wirtschaftliche Motive, die Asylbewerber veranlassen, einen Antrag zu stellen, um zumindest ein vorübergehendes Aufenthaltsrecht zu erwirken. Noch am selben Tag zieht die FDP in einer Pressekonferenz nach. Es müssen alle schnell abgeschoben werden. Und ich unterstreiche alle und schnell. Für die das Grundrecht auf Asyl nicht gilt und die kein sonstiges Bleiberecht haben. Wenig später meldet sich CDU-Generalsekretär Volker Rühe zu Wort. Es ist aber auch deutlich geworden, dass man in Hoyerswerda sehen kann, dass es zu einer Überforderung der Belastbarkeit der Bevölkerung gekommen ist. Hier sind nicht die Gewalttäter gemeint, deren Verhalten und Fremdenfeindlichkeit nur auf das Schärfste abzulehnen ist. Aber in Hoyerswerda und anderswo gibt es Symptome einer deutlichen Überforderung der Bevölkerung durch diesen massenhaften Missbrauch des Asylrechts. Zwei Allparteiengespräche zum Thema Änderung des Grundgesetzes und Verschärfung des Asylrechts bringen nichts. Die SPD schickt Experten in den Kampf gegen Wirtschaftsasylanten. Die Facharbeitsgruppe wird jetzt Detailüberlegungen anstellen. Wie strafft man, wie beschleunigt man ein Verfahren? Dazu sind heute eine Fülle, bei knapp 30 Wortmeldungen, eine Fülle von Überlegungen gemacht worden, von allen Seiten. Und sie wird die Praktikabilität und auch die Rechtsfähigkeit dieser Vorschläge überprüfen und aus dem Raster der Vorschläge heute. Zur rechtsradikalen Kultband über die Landesgrenzen hinaus ist die Mannheimer Gruppe Tonstörung geworden. Gegen sie läuft jetzt ein Verfahren wegen Volksverhetzung und Aufstachelung zum Rassenhass. Sie sollen ein Lied gemacht haben mit dem Text: Lass die Messer flutschen in das Judenfleisch. Heute macht die Tonstörung fast nur noch Auftritte in den neuen Bundesländern. Der Markt funktioniert intern über Fanzines, billig kopierte Rundbriefe über die Musik, Schriften und T-Shirts bestellt werden können. Alles konspirativ, eine Szene schon fast im Untergrund. Dabei war Spaß am Widerstand einst ihre Parole, rebellische Gesten von Heranwachsenden, die sich so ihres Mannestums versicherten. Als solche Jugendsubkultur ist die Skinszene heute so gut wie tot. Seit sie sich funktionalisieren ließ zur Sturmabteilung, zu einer SA der neuen Rechten. Mit den Punks haben sie heute eine Todfeindschaft im wahrsten Sinne des Wortes. Dabei waren sie anfangs Teil der einen gleichen Szene, wie auch dieser Filmausschnitt zeigt, mit echten Punks und Skins als Hauptdarsteller. Man ging zu denselben Konzerten, in dieselben Lokale. Auch die heute so umstrittenen bösen Onkels, berühmt-berüchtigte Skinband, war Teil dieses Films über die Jugendszene der ausgehenden 70er Jahre. Heute sind ihre alten Songs auf dem Index und die Gruppe ist verzweifelt darum bemüht, ihre rechtsradikale Vergangenheit loszuwerden. Gut, ich meine, wie gesagt, wir haben Scheiße gebaut, das wissen wir selbst am besten. Ganz klar, dass man so Lieder wie Deutschland oder auch Türken raus, was zwar nie veröffentlicht worden ist, aber was ja doch uns immer wieder vorgehalten wird, was man natürlich auch absolut als Ausländerfeind beschreiben muss. Aber was ihr ja selber auch gesungen habt, ist ja nicht nur auf dem Demo-Tape gewesen oder sowas, ne? Wollen wir schon sagen. Ja, wir haben das damals live gespielt. Wird immer aber eins nicht vergessen, dass dieses Lied bei dieser Sache 11 Jahre zurückliegt. Also ich meine, wir sind mittlerweile im 13. Jahr Böse Onkels und dass man heute versucht, Lieder auf die heutige Zeit so zu projizieren, die mit dem, was heute passiert, eigentlich nichts mehr zu tun hat. Weniger spektakulär als die Onkels versuchen jetzt auch Teile der Oiskin-Szene, dem politischen Druck der Neonazis zu entkommen, wie Ruhrpott Reject aus Oberhausen, die bis vor kurzem noch rechtsextreme Texte hatten. Skins, die in Parteien sind, habe ich auch Kontakte. Und wenn ich von denen so höre, dass die da von ihren Parteivorsitzenden oder was weiß ich nur ausgenutzt werden, wenn die beschimpft werden als undeutsche Skins mit Ohrringen und Tätowierungen und sowas, wollen wir nicht haben. Wir haben keinen Bock auf so Gewalttäter. Warum soll ich für die Musik machen? Und weiß ich nicht, ich habe keinen Bock mit meiner Musik irgendwie was zu verändern, weil das klappt doch nicht. Also wenn ich gegen Ausländer singe, dann kriege ich damit auch keine Ausländer raus. Und
das ist Blödsinn. Also wir machen Musik, um Spaß da mitzuhaben. Also wir machen das just for fun. Mit den Morden von Mölln und all den Anschlägen auf Ausländer ist das wohl endgültig zu Ende. Der Druck der Öffentlichkeit, der Behörden ist zu stark. Die Hardliner der rechten Szene werden sich deshalb künftig wohl nicht mehr so offen vor Kamera zeigen wie die Gruppe Kraftschlag bei uns. Absolut stolz darauf, weiß zu sein, wir sind Schwarze. Weiße Rasse, reines Blut, wir sind Schwarze. Wash out, Blenden und Zeit auf der Hut. Verändert hat sich das auch jetzt so mit dem steigenden Popularitätsgrad von uns. Also wenn wir früher wirklich nur eine Band aus dem Norden waren, vielleicht bis zum Hamburger Raum bekannt, ist es jetzt so, dass wir nun meinetwegen auch einen reichsweiten Bekanntheitsgrad haben. Das Erfolgsrezept ist wohl das, dass wir uns trauen, das auszusprechen, was die meisten denken, aber was Andi nachhinein keiner zu sagen wagt. Wenn wir die Einzigen sind in ganz Deutschland, die erzählen, was so wirklich außer der Problematik, außer der Raus, Scheinasylanten, die Probleme, die die Leute wirklich interessieren, dann sind wir in diesem Sinne eigentlich die Einzigen, die das am Ende rausbringen oder die das mit Platten oder Konzerten oder so auch in die Öffentlichkeit tragen. Samuel Beckett war einer der Ersten. Der ältere Bruder ist ein Rechter, die Mutter war machtlos. Wir haben ja immer Streit. Deswegen. Auch wegen dieser ganzen Sachen, die da im Zimmer, die sie jetzt beschlagnahmt haben bei Jan, wie sie die da rausgenommen haben, wie er die aufgehängt hat, habe ich auch immer Streit gehabt. Konstant. Wenn ich da das Thema angefangen habe, war immer Streit. Ich habe das nie also gebilligt, insofern. Na, aber ja, machen Sie mal was bei so einer Hammelhode, Jungs. Rückblick, das Zimmer von Jürgen vor 4 Monaten, kurz nach dem ersten Attentat. Damals war er nur Sympathisant. Dieses Mal soll er selbst den Brand gelegt haben. Der 19-Jährige ist der zweite Täter und, so die Staatsanwaltschaft, vermutlich der Rädelsführer. Seine Mutter vor 4 Monaten. Wie erklären Sie sich das denn, dass er da reingeraten ist? Das weiß ich nicht. Das weiß ich echt nicht. Also, ich habe ja noch einen Sohn und der ist ganz anders, das Gegenteil von ihm. Meine Tochter auch, also ich weiß auch nicht. Haben Sie versucht, ihn zu überzeugen, dass das... Wir haben alle, aber seine Verwandtschaft, alle, seine Tante und alle, die haben versucht mit ihm. Sofern er nichts getrunken hat, ist er wirklich der liebste Junge. Aber sofern er Alkohol in sich hat, dann ist er unberechenbar. Unberechenbar. Trotz allem, der Türke Faruk Arslan sucht das Gespräch mit den Skins. Er will, dass sie auspacken. Was hältst du denn von der Gruppe? Du warst doch mit Schütz zusammen. Aber hier, Silvesterfreund. Die holen jetzt Mikrofon und so. Silvesterfreund. Ich hab dich morgen nochmal. Was ist das? Silvesterfreund. Faruk Arslan will alles über die rechte Szene in Mölln wissen. Dann in der Telefonzelle nimmt Arslan einem Skinhead das T-Shirt ab. Das Hemd trägt die Aufschrift Skinheads Mölln. Die Skins haben Arslan versprochen, der rechten Szene den Rücken zu kehren. Das glaubt er natürlich nicht. Ein verzweifelt symbolischer Akt. Es ist ein ganz geiles Gefühl, wenn man ein T-Shirt so wie dies verteilt. Also, es ist folgendes. Gut, dass du das gefragt hast. Also, wir sind jetzt als Regierung dabei, diese Rechte einzuräumen. Ja? Zum Beispiel, wir haben keine Arbeitslosengeld, das stimmt. Keine Kündigungsschutz sogar bis jetzt. Aber wir sind gerade dabei, alle diese Gesetze hier im Parlament in die Hand zu nehmen und zu verabschieden. Für den türkischen Kultusminister sind es alles nur nette und liebevolle Gesichter, in die er da schaut. Und deshalb kann das, was er bisher über die Randalierer von Rostock und Hoyerswerda gelesen hat, nicht stimmen. So einfach ist das. Ein neuer deutsch-türkischer Jugendaustausch nach diesem Modell wird schon propagiert und alle wollen daran teilhaben. Es hat sich, denke ich, viel in Köpfen verändert. Es sind Jugendliche dabei, die jetzt ganz offen sagen, und zwar vor Presse, vor Medien, dass sie wohl bis jetzt über Ausländer eine falsche Meinung hatten, dass sie jetzt diese Meinung quasi geändert haben, weil sie mit den türkischen Jugendlichen in Kontakt gekommen sind. Und in Rostock und Hoyerswerda hatten sie diese Möglichkeit nicht, mit den türkischen Jugendlichen Kontakt aufzuknüpfen. Aber nun gibt es ja bei vielen Jugendlichen, man hat so den Eindruck, so zwei Arten von Ausländern, die Guten und die Schlechten. Ist das denn schon für Sie ein Erfolg? Dass die Grenzen der Ausländerfeindlichkeit jetzt enge abgesteckt wird, das ist schon
meiner Meinung nach ein Erfolg. Ist es einerseits traurig, dass wir uns darauf freuen müssen? Klar, mit den meisten, also schon hart. Das hätte ich eigentlich nicht gedacht. Ja, und wenn Zabasch jetzt nach Rostock kommt, das wäre wohl... Und deine Einstellung zu Asylanten, wie ist die jetzt? Ja, scheinen Asylanten raus. Immer noch, dasselbe. Ja, ich weiß nicht, ja. Das wird auch immer noch so bleiben, glaube ich. Verändert hat sich ja überhaupt nicht, weil es gab ja nichts zu verändern. Ich fand, wenn ich hierher komme als Tourist, dann akzeptiere ich die Leute. Aber ich akzeptiere nicht die Leute, die sich bei uns einschleichen und irgendwo die also ganz große Kohle machen wollen. Also so gehen die Leute hier, die hier leben, die hier im Land sind, gehen die Völker, habe ich nicht. Habe ich auch noch nie gehabt. Die Türken müssen sie also noch mehr freundlich machen, die Skins, auf ihrer Rundreise durch Anatolien. Spaß haben daran Gäste und Gastgeber jedenfalls. Beim Tanzen sieht es so aus. Wenn der rechte Hüftschwung geübt wird, macht das wohl weich für Völkerverständigung. Fünf Minuten später sitzen alle wieder im Bus. Ein Mädchen aus Rostock wurde auf der Toilette von einem Türken, der nicht zur Gruppe gehört, unsittlich belästigt. Ich hab euch kennengelernt und ihr seid für mich alle wirklich brillante Menschen. Und ich möchte euch bei jeder Gelegenheit hier noch einmal sehen und noch einmal begrüßen und noch einmal entschuldigen. Der Bürgermeister des Ortes hatte eingeladen und entschuldigt sich für das abrupte Ende des Festes. Für den Rest der Reise möchte ich alles Gute wünschen und eine gute Reise. Und er beschwichtigt mit dem schnell gelernten Siegesspruch und Zeichen aus Hoyerswerda. Alles hell! Ja, wenn das Inne von unseren Mädels betroffen hätte, ich weiß auch nie, was ich gemacht hätte. Ich wäre bestimmt ausgerastet. Da wäre es mir egal gewesen, wer dir gefallen wäre, aber irgendjemand wäre schon gefallen. Aber man sieht ja, dass die Leute sich, einige Türken, nicht mal im eigenen Land benehmen können. Und Sitte ist ja wohl das Letzte. Ich hätte ihn umgelegt. Er hat es einfach umgelegt. Wenn er dazwischen gekommen wäre, hätte ich ihn garantiert umgelegt. Also Sitte ist das Letzte. Vor allem auch genau dasselbe, wenn es ein Deutscher macht oder so. Ein Deutscher mit Mädel vergewaltigt, ist genau dasselbe. Das ist dann kein Deutscher, das ist ein Schwein. Da fackeln die sauberen Deutschen aus Hoyerswerda nicht lange und deutlich wird, wie viel Glück die deutsch-türkische Reisegruppe bisher hatte. Denn auch an die türkische Riviera, an Mittelmeerstrand und Tui-Pool haben sie ihre ganz persönliche Vergangenheit mitgebracht. Wurde begleitet von Protestzügen antifaschistischer Gruppen. Auf dem Domplatz in Fulda hatten die mehr als 500 Neonazis unter anderem Fahnen der verbotenen Gruppierung FAP gehisst. Die Ordnungskräfte wurden in Großalarm versetzt, um Zusammenstöße zwischen den Rechtsradikalen und den Gegendemonstranten zu verhindern. Zwar kam es zu vereinzelten Rangeleien, eine direkte Konfrontation konnte die Polizei allerdings verhindern. Inzwischen haben die Demonstranten Fulda bereits verlassen. Sie werden jedoch weiter beobachtet.